Ja, morgen Leute, willkommen bei Basecamp TV. Hier ist der Toni und wir spielen heute den Arctic Trucker Simulator oder beziehungsweise Arctic Trucker die Simulation. Man beachte, ich habe die Grafik auf High Settings gestellt und ja, was man hier sieht, das ist einfach atemberaubend. Ich werde mal gerade hier so eine Mission starten, mal gucken, ob es dann dementsprechend besser wird. Ja, wir starten einfach mal hier die erste. Und wir sehen direkt, jawoll, das kann sich sehen lassen. Wir fahren mal gerade eine schöne Runde durch die kackbraune Umgebung. Und ja, also wenn das so weitergeht, da freue ich mich doch richtig auf das Spiel. Ne, ich würde natürlich sagen, wir machen gerade mal einen kleinen Neustart und ich schaue mal rein, ob ich das hier irgendwie gefixt bekomme. Ansonsten alles kein Problem. Die Grafik hat man schon länger nicht mehr. Bis gleich. Ja Leute, da ist der Toni wieder. Das Menü sieht jetzt schon mal besser aus, allein weil es jetzt auf Deutsch ist. Die Einstellung habe ich entdeckt. Allerdings stellen wir fest, dass im Hintergrund es immer noch genauso scheiße aussieht wie vorher. Aber davon lassen wir uns ja nicht stören. Ich habe das jetzt ein bisschen ausgetestet und rumprobiert und festgestellt, nö, das wird nicht besser. So, Truck haben wir nur einen. Wir könnten natürlich einen neuen mal kaufen oder auch nicht. Gehen wir einfach mal ein bisschen ins Tuning. Wir haben ja ungefähr 0 Euro. Können wir uns nicht irgendwie verschulden? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Guck mal bitte im Hintergrund. Auf die Grafik. Mysteriös. Aha. Wenn man also mit 0 Euro versucht, ein Upgrade zu kaufen, ändert sich die Grafik im Hintergrund. Ja, dann nehmen wir doch mal das hier. Design. Boah, ist alles hässlich. Wir sind auf jeden Fall Benjamin. Und haben natürlich als Benjamin einen etwas schöneren Truck. Ja, okay. ja, komm, scheiß drauf. Shop. Ah, hier können wir einen neuen kaufen. Wir haben ja kein Geld. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten jetzt unseren Auftrag mal. Und jetzt habe ich eben schon was ausgewählt. Was muss denn da unten hin? Ist das das hier? Nee. Das sieht doch gut aus. Auftrag starten. Ja, das lobe ich mir ja. Mit jetzt schöner Grafik können wir also loslegen. Ich versuche mal hier die Karte zu öffnen. Wunderbar. Und wir als Arctic Trucker machen uns also auf den Weg. So, Sprit haben wir hoffentlich genug. Oh, nee, haben wir nicht. Nee, da müssen wir natürlich ganz dringend mal tanken. Rückwärts fahren kannst du nicht? Nee? Warum denn nicht? Och, Junge. Ach, Benjamin, ey. Was kannst du eigentlich? Muss man dir das hier alles noch beibringen? Natürlich. Dann versuchen wir mal, ich weiß, irgendwie lenkt der nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich durch die Bäume hier durchkomme. Ja, das ist natürlich kein Problem beim Simulator. Also auf zur Tankstelle. Jetzt schmiert das Spiel halb ab. Nein, wir haben immer noch 30 FPS, trotz kurzer Frame-Einbrüche. So, wie kann ich jetzt hier tanken? Nein, ich möchte den Truck nicht abschleppen lassen. Ich möchte nur tanken. Ja, immerhin. Ansicht kann ich wechseln. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mit leerem Tank los. What? Ganz ruhig. Ja, ich bin nur kurz oben an die Shop Petrol-Tankstelle dran gekommen. Versuchen wir mal hier den Weg zur Straße zu finden. Da oben auf der Karte sieht das einigermaßen so aus, als würde ich hier jetzt Richtung Straße fahren. Weil wir sind ja Ice Road Trucker sozusagen. Das ist halt hier wie von einem renommierten Fernsehsender praktisch übernommen. Und wenn wir einmal auf der Ice Road sind, hoffen wir mal, dass die Sonne nicht zu dick scheint, damit wir hier nicht einbrechen. Aber so viel Physik traue ich dem Spiel dann doch nicht zu. Naja, gucken wir mal, was es so bringt. Wir haben übrigens auch getankt. Wie, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ja, ist ja kein Problem. Wir haben auch schöne Musik im Hintergrund. Ich kann ja mal gucken, was es hier noch so gibt. Breezy, yeah. Okay, jetzt geht's also los. Breezy-mäßig hier auf zu unserem ersten ja, Auslieferungsauftrag. Man beachte auch... Oh doch, die Räder drehen sich schon. Das ist ja schon mal was. Also für einen Simulator, die Räder drehen sich, ja. Immerhin. So, jetzt kommen wir hier zur ersten Gabelung. Schwierige Entscheidung, wo müssen wir lang? Wir fahren natürlich rechts, denn da geht's natürlich hin. Ja. Ich wechsle jetzt nochmal. Tier. Wildunfall. Kein Wildunfall. Gut, wollte man natürlich auch nicht, ja. Also das wäre natürlich schade ums Tier gewesen. Aber wir wollten natürlich alle mal sehen, wie es aussieht.
Naja. Zwischendurch haben wir irgendwie so leichte Beschleunigungsorgien. Also zwischendurch springt er praktisch so nach vorne. Ist also irgendwie scheint ein Turbo drin zu sein im LKW. Der lädt zwischendurch mal auf und bleibt dann zwischendurch nochmal hängen. Das ist halt ganz normal, Leute. Gewöhnt euch dran. So, wir sind in der Innenansicht. Sehen hier, das Lenkrad dreht sich sogar mit. Und ja, immerhin, ne? Dafür, dass ich die Grafik jetzt ganz runtergestellt habe, sieht sie immer noch gar nicht mal so gut aus. Aber das Beste sind eigentlich die Spiegel, weil die geben uns Wetter vor, das so gar nicht existiert. Und der Boden sieht irgendwie auch etwas seltsam aus. Also dafür, dass das nur ein Foto ist, naja, braucht man nichts zu sagen, ne? Wir haben auf jeden Fall gerade ziemliche Minuseinnahmen, warum weiß ich nicht so genau. Die Spritkosten gehen nach oben, obwohl man Sprit ja eigentlich immer direkt an der Tankstelle bezahlen sollte. Aber das scheint hier bei dem Spiel anscheinend nicht der Fall zu sein. Lassen wir uns davon nicht irritieren. Wir genießen einfach die schöne Landschaft, schauen uns hier die Steppe an, die Tannenbäume, den schönen Nadelwald. Ja, das macht doch ambientemäßig etwas her. Und da mir das aber... Na, Easy Life kommt mir jetzt nicht so nah. Also es ist ja schon eher schwieriger Fahrauftrag. Also die Ice Road Trikers, die müssen schon echt hart arbeiten. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier weiter. Ah, Breezy und Easy Life. Ja, da haben wir ja von der Musik her auf jeden Fall ziemlich dicke Auswahl. Das sind ja immerhin zwei Lieder. Ja. Schön. Besser als gar keine Musik. Und der LKW bietet auch Sound. Warum wir jetzt gerade auch wieder in den ersten Gang runter sind und kurz abgebremst haben und schon wieder, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bin ich hier zu nah an der Kante. Das könnte natürlich sein. Geben wir uns mal ein bisschen Mühe, fahren wir mal ein bisschen mittiger. Weil wir wollen natürlich heil ankommen, ne? Ich bin da froh, obwohl wir anfänglich so viele Startprobleme hatten, der Simulator scheint ja zu funktionieren. Ja, und vielleicht... habe ich jetzt gleich auch erstmal meinen ersten Auftrag, den ich tatsächlich beenden kann. Das ist ja schon lange Zeit her, dass ich das geschafft habe. Das ist ja eigentlich immer mein Ziel. Ne? Man glaubt gar nicht, dass das eigentlich ziemlich schwer ist und nicht so immer das Einfachste. Die Leute denken immer so, spiel da mal vernünftig, ey, mach doch mal, du Wichser, ne? Aber nein, jetzt habe ich was Falsches mitgenommen. Das wäre jetzt aber ziemlich scheiße. So, jetzt sag mir mal, warum das da... Wow, das blendet aber. Ja, wie komme ich denn jetzt in den Rückwärtsgang? Gar nicht. Muss ich jetzt wieder eine Runde fahren oder was? Ich habe noch nicht ganz durchblickt, wie das hier funktionieren soll. Auf jeden Fall sind die Lichteffekte wunderschön. Doch, die haben was. Und da auch die Schatten wieder, wenn man da mal auf den Turm guckt. Ich weiß zwar nicht, welche Schatten das sein sollen. Vielleicht von dem Tannenbaum? Naja. So, Escape? Nein, ich möchte das Spiel nicht beenden. Ich möchte den Auftrag abschließen. Wie machen wir das denn? Kannst du mir das sagen? Ah, F2. Ich möchte den Auftrag aber gar nicht abbrechen. Mann. Vermeide Unfälle und Kollisionen mit Bäumen. Tanken, bla bla bla. Ja, Tasten. So. Lenkrad-Setup. Setup-Truck. Oh Gott, oh Gott. Achso, nee, ja, komm. Truck-Steuerung. Umschalten. Ah, rückwärts kann ich jetzt auch fahren. H-Hupe. Ja, das ist doch schön. Und Leertaste bremst den Truck schnell ab. Ja. Immerhin. Weiß ich jetzt immer noch nicht, was ich tun soll. Dann gehen wir mal in den Rückwärtsgang, einfach weil wir es können. Vielleicht muss ich das ja hier irgendwo noch hinstellen. So glaube ich nicht, aber immerhin kann man so schnell wenden. Doch, das hat auch was. Ja, wie wär's denn mal, wenn du das hier abkoppelst? Ja, irgendwie wird das wieder nichts. Jetzt habe ich das eben so gelobt, dass wir das erste Mal hier einen Auftrag schaffen, aber nein, es wird nichts. Naja. Dann müssen wir halt mal ein bisschen durch die Bäume fahren und mal gucken, was uns da vorne hinter dem Berg erwartet. Es geht auf jeden Fall steil bergauf, aber wir haben natürlich einen gut motorisierten LKW. Und jetzt mal abgesehen von der restlichen Kackkraft, da war gerade ein Vogel, der Wahnsinn. Der Lichtkegel, ja, und das ist jetzt keine Ironie.
der sieht gar nicht mal scheiße aus, weil wir hier wirklich eine Abstufung drin haben. Aber, naja, jetzt ist er doch wieder scheiße. Ja, Freunde, das macht ja so keinen Sinn, ne? Dann gucken wir doch nochmal, ob wir bergrunter hier noch ein Tier finden, was wir mitnehmen können auf der Ladefläche. Ich weiß jetzt auch nicht, warum es jetzt wieder hier so langsam geht. Berghoch geht anscheinend schneller als bergrunter. Wenn mir das einer erklären mag, nur zu. Ach so, ja. Ich hatte tatsächlich eine Nutte mit eingepackt. Und die besorgt es mir gerade auf jeden Fall ordentlich. Dödöd! Lastkraftwagenfahrer! Yeah, wir hüpfen im Beat. Okay, let's go. Trucker, Eisrot. Give me heart. Läuft auf jeden Fall bei dir, ne? Ja. Ich würde sagen, wir haben den Auftrag erfolgreich bestanden. Wir sind ja vor Ort. Vielleicht habe ich einfach nur das Falsche geladen. Könnte sein, das sieht ein bisschen nach Holz aus. Was ich hier habe, ist Metall. Macht ja nichts. Wir sagen nochmal F2, Auszeichnungen, ja, keine Setup, hier habe ich eben noch ein bisschen was rumgespielt, aber hart, weich, aus, was? Ah, okay, ja, ich bin auch ziemlich hart gerade. Lautstärke, Motor, Wettereffekte, ah, ja Freunde, es gibt auch mal wieder keine Credits, aber das macht ja nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Gameplay, schaut weiter D-Max, ich meine natürlich auch andere Fernsehsender hier, ne? Und bis dann, haut da rein.